Also, meine lieben Wetzikerinnen und Wetziker, liebe Gottesdienstbesucherinnen und Besucher und überhaupt, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum Stadtfest 2024 und der dritte Tag. Und wir möchten einsteigen auch in den dritten Tag und sind eingestiegen mit einem fantastisch tollen ökumenischen Gottesdienst. Und ich glaube, an dieser Stelle dürfen wir mal allen, die heute schon mitgemacht haben, allen, die gestern mitgemacht haben, alle, die am Freitag mitgemacht haben, einfach ganz, ganz einen grossen Applaus geben. Wir haben ganz viel, haben ganz gewaltig viel gemacht. Ja, wir sagen allen ganz herzlich willkommen und ganz besonders natürlich auch unseren Gästen aus Badolato und vor allem Cento Strati, der uns zwei Tage lang ganz, ganz toll unterhalten hat. Bella Musica! Und wenn wir beim Grüezi sagen sind und beim Willkommen sagen sind, dann sagen wir natürlich auch ganz, ganz herzlich Diamon Guardiale, benvenuto al Sindaco di Badolato, Nicola Barretta! Ja, bevor wir dann ein paar Worte wechseln, noch eingangs gerade ein bisschen, was passiert denn heute noch am Wetziker Stadtfest. Wir werden nachher so in etwa am 12., kurz vor der 12., werden wir den Tamilischen Kulturverein da sehen auf der Bühne. Sie haben ein tolles Programm gemacht am heutigen Tag, wo sie uns präsentieren tun. Unten sehen wir bereits die FBB mit ihren ganz, ganz tollen Postautos. Sie werden heute wiederum Fahrten unternehmen und man kann mit dem Bus auf Fahrten gehen. Also auch das gibt es heute Möglichkeit. Im Kirchenpark haben wir ganz viele Gelegenheiten für die Kinder. Bei der Zefi tun wir Harassen biegen und wir können uns da auch natürlich selbstverständlich grossartig verpflegen. Aber jetzt wollen wir doch mit unseren sieben Stadträten und auch dann mit dem Bürgermeister, mit dem Sindaco, doch noch ein paar Worte wechseln und wollen dann so ein bisschen auf ein paar Sachen eingehen, was wir in den letzten zwei Jahren so ein bisschen politisch da gehen, wo wir ein bisschen hingehen und überhaupt so ein bisschen, was unsere Stadträte auch, was sie von Wetziken und wie sie in Wetziken auch daheim sind. Darum fange ich doch gerade da jetzt dann auf meiner Linken beim Henry Fettiger an, also auf der rechten Seite oder links, was auch immer. Wir sind ja da heute am Sonntag, gell, Henry? Henry, zwei Jahre, jetzt weitere zwei Jahre in dieser Legislatur als Stadtrat unterwegs. Sind Sachen erfüllt worden, die du gedacht hast? Sind Aufgaben da, die noch vorstehen bei dir in deinem Ressort? Wie fühlst du dich als Stadtrat? Also mir geht es als Stadt. Guten Morgen miteinander, zuerst einmal allen Frauen und Männern und den Kindern, die da sind. Mir geht es als Stadtrat sehr gut. Wir haben nämlich Fernwärme jetzt, die euch abgenommen. Wir sind dran. 26 sollten wir zu oben Wetziken etwa sein. Ende 26, um realistisch zu sein. Und ich hoffe natürlich, dass möglichst viele Liegenschaften, Eigentümer, wo sich finanziell lohnt, das heisst Mehrfamilienhäuser, sich anschliessen. Das Zweite, in Wetziken sind wir ja im Kempten oben am Bahnhof, haben wir die Werkstoffsammelstelle und eine im Floss. Wir haben jetzt einen Platz gefunden, der wird in den nächsten zwei, drei Jahren mit einer Werkstoffsammelstelle wird beglückt. Durchführen tut es dann Sandra. Also auch das ist ein Projekt, wo wir erfolgreich eigentlich mal den Platz gefunden haben. Sie müssen dann aber noch Ja sagen zum Kredit, wo wir vor das Volk bringen. Und der dritte Teil, der jetzt noch vor uns steht, ist die Ortsplanungsrevision. Mein Teil ist, wo und wie soll der Verkehr künftig fliessen. Das mache ich mit dem Stefan zusammen. Wir arbeiten hier und mit dem Pascal. Wir haben ja noch die Vision 2040, die wir auch noch berücksichtigen müssen. Von dem her gesehen fühle ich mich weiterhin voll in diesem Amt. Der Henry hat es gerade selber gesagt. Die Gemeinschaft und das Miteinander hat er gerade angesprochen und auch gerade tagkräftig schon umgesetzt. Stefan, deine grossen Projekte im Hochbau, deine grossen Sachen, wenn du zurückschaust und jetzt die nächsten zwei Jahre, die noch kommen. Ja, die grossen Projekt, sagen wir so, für den zweiten Teil annehmen. Ich sage mal, der erste Teil, wir haben es vorhin im Gottesdienst gehört, jeder braucht eine Wohnung und ich fühle mich noch recht zuständig für die irdischen Wohnungen. Ich finde es auch wichtig, dass bei uns Wohnungen gebaut werden.
Aktuell haben wir etwa rund 1000 Wohnungen, die auf Wetziken und Wetzikerinnen warten. Eins oder andere Projekt können wir realisieren. Nicht jedes ganz so schlank. Es gibt immer den einen oder anderen Rumpler, sagen wir, in einem Projekt, aber es gehört beim Bauwesen halt dazu. Und dann gibt es die zwei ganz grossen Projekte. Manchmal sind ja die grossen Kisten, die unterwegs sind. Der Henry hat die eine schon angetönt, das ist die Staatsplanungsrevision. Ja, da planen wir mit Ihnen zusammen Wetziken für die nächste Generation. Für die nächste Generation, wo soll in Wetziken gebaut, wo wird geschafft, wo wird gefahren. Und da sind wir ganz wesentlich darauf angewiesen, dass wir miteinander Lösungen finden. Weil eben, Platz haben wir alle immer gleich viel, aber auf dem Platz muss immer mehr miteinander stattfinden. Und das letzte grosse Projekt dürfen wir auch nicht vergessen, das ist ja unser Masterplan Stadtraum Bahnhof. Der hat heute, dem sind fast ein Going Public. Wir gehen mit unserem Masterplan das erste Mal in die breite Öffentlichkeit. Wir haben auch einen kleinen Stand dort hinten aufgebaut. Und dazu hören wir hoffentlich später noch mehr. Kommen wir noch auf unsere Umfrage, die wir dort auch machen, ganz sicher zu sprechen. Christine Walter-Walder, sie hat, wenn ich das so etwas frech darf behaupten, eigentlich schönste Ressort. Weil immer dort, wo gefestet wird, immer dort, wo die Stadt etwas organisiert, darf sie, die für den Verein und für die Sicherheit verantwortlich ist, darf sie immer mit drin stehen. Aber natürlich haben sie alle sieben hoffentlich schön da. Christine, zwei Jahre sind jetzt, bist im Amt, zwei Jahre, die besonders waren. Wir sind in der Hälfte der Amtstour. Wie schaust du zurück auf die Zeit, die war? Danke, Martin. Grüezi miteinander, auch von meiner Seite. Es ist wahr, ich habe ein wunderschönes Ressort. Ich habe neben dem Verein, wo ich ganz einen Haufen Leute durfte kennenlernen. Ich habe aber auch die Sicherheit, die mir jetzt gestern Abend ein bisschen Bauchweh bereitet hat. Weil ich nicht gewusst habe, wie viele Leute kommen hierher an dem Konzert vom EAZ. Gibt es eine Panik vielleicht, weil es zu viele Leute hat? Gibt es ein grosses Gewitter? Also das sind dann Sachen, die dann schon auch ein bisschen unter die Haut gehen können. Weniger schöne. Aber grundsätzlich habe ich ein tolles Ressort. Ich durfte im Sport einiges bewegen. Mit dem Verein. Auch die Ehrungen, die wir durchführen dürfen, so für spezielle Verdienste mit den Wetziker Flammen, die wir verteilen dürfen, zum Beispiel. Oder auch, dass immer wieder können Danke sagen den Leuten in der Sicherheit, sei es bei der Feuerwehr oder der Polizei, die einen super guten Job machen, das ist schon ganz schön für mich. Ja, Christine hat es angesprochen, gestern haben wir da rund 1000 Leute gehabt und wir haben etwas gehabt, für alle Bevölkerungsgeschichten und für das ist ja ein Stadtfest da. Sandra Elis-Gasis, Sie, würde ich jetzt mal so ein bisschen ganz böse sagen, muss etwa die der Böhli-Mann, der Böhli-Frau spielen. Sie hat nämlich 5 Lieber in der Hand, die in der Stadtkasse sind. Aber wir haben es vom Henry gehört, wir sind miteinander unterwegs. Wo siehst du es miteinander? Wo hast du es miteinander in den letzten 2 Jahren gesehen? Was sind bei dir noch Pläne jetzt? Wo kommt in die nächste, in der zweiten Hälfte? Ja, grüezi miteinander. Der Martin hat das sehr gut beschrieben. Ich habe zwar gemeint, ich hätte wirklich das schönste Rösse, aber sicher das spannendste mit den Finanzen und den Immobilien. Und ihr habt gehört, tatsächlich meine Kollegen im Stadtrat kommen bei uns in den Immobilien bestellen. Also Wertstoffsammelstellen. Bestellen tut Stefan wenigstens, er tut bewilligen. Christine möchte ein neues Feuerwehrgebäude und einen neuen Friedhof. Und beim Herrn Schuler wissen wir es ja, Nomen est Domen, da sind die Schulen auf dem Plan, wo ja heute dann ja die Spannung steigt, wie das rauskommt mit dieser Abstimmung. Und so geht es weiter mit dem Remo, wo wir hauptsächlich mit dem Asylantenthema beschäftigt sind. Und das ist ein grosses Spannungsfeld. Mein Auftrag da ist einerseits, die Projekte umzusetzen, aber auch natürlich in der Verhältnismäßigkeit der Kosten. Weil auf der anderen Seite habe ich ja die Finanzen und die Steuergelder, wo man wirklich sinnvoll muss einsetzen muss und auch ein bisschen Gewichtung und Prioritäten. Und das macht mich nicht immer zur beliebtesten Person, sondern wir haben etwa die auch recht quere Diskussionen. Aber das Schöne ist eigentlich, dass wir wirklich ein Team sind und auch so funktionieren. Und darum schätze ich eigentlich meinen Job sehr. Ich habe recht viele Projekte in den nächsten
Halbzeiten von der Legislatur und die, ja, die greifen wir an, lustvoll, und versuchen die auch gut umzusetzen. Und da braucht es natürlich auch Sie, weil das sind Projekte, wo alles an die Urne kommen. Und da mein Dankeschön schon für das Vertrauen, das ihr habt in unsere Arbeit. Herzlichen Dank. Ja, Sandra hat es gesagt, und man spürt das Team auch am heutigen Tag. Sie sind wirklich die Siebten unterwegs, und das ist auch in dieser Amtstour das ganz, ganz Besondere. Jürg Schuler, Schulpräsident. Heute eines von deinen grossen Projekten, wo wir das Resultat dann noch über Ja oder Nein erfahren tun. Die Stadt Wetzikon hat aufgelegt für heute die Sanierung vom Schulanlage Wallenbach in Kempten oben mit rund 50 Millionen Schweizer Franken. Das Resultat kommt dann heute noch aus. Aber Jürg, du baust nicht nur Schulhäuser. Die Schulhäuser bauen ja eigentlich die anderen Leute, sondern du bist für die Schule und für die grossen Inhalte auch mitverantwortlich. Wie gross ist denn der Spielraum vom Schulpräsidenten in der Gemeinde, in der Stadt Wetzikon, in der Schulgemeinde? Ja, grüezi miteinander. Der Spielraum ist relativ klein, zumindest in der Volksschule. Die Bildungsdirektorin hat gesagt, 80% sei vom Kanton gesteuert. Und wenn sie sagt 80%, dann heisst das, es ist 90%. Und mit den restlichen 10% versuchen wir das Beste zu machen. Die Herausforderungen in den letzten Jahren sind die gleichen, wie wir in den nächsten Jahren werden haben. Das ist das Wachstum. Das Wachstum in Wetzikon. Wir haben mehr Einwohner, wir haben mehr Kinder. Neben dem Wachstum ist es der akute Personalmangel. Wir stehen in einem strengen Wettbewerb mit anderen Schulen, um gute Leute überzukommen. Und trotzdem ist die Schule ein schöner Ressort als dies. Du kannst viel festen. Aber wir sehen jeden Tag Hunderte von Kindern, die Freude haben, die in die Schule kommen. Wir sehen jedes Jahr Hunderte von Kindern, die die Schule abschliessen und eine gute Lösung haben. Danke. Und wenn ich schon am Reden bin, buongiorno cari amici di Badoletto. Oggi siamo nella metà della legislatura politica di Wetzikon. Abbiamo fatto 2 anni e mancano ancora 2 anni. E in questa legislatura abbiamo nuovi amici nell'autorità della scuola e nella giunta della città. I nuovi amici sono Stefan, Cristina e Sandra. E posso dire che sono felice e fortunato perché quelli nuovi portano nuovo vento, nuove idee per la nostra città. E forse in un'ora io sono molto happy o felice quando abbiamo il risultato della votazione per queste 49 milioni per il nostro nuovo scuola Wallenbach. Adesso stanno lavorando nella sala comunale per il risultato della votazione. Uno dei più migliori momenti 2 anni fa in questa legislatura era la mia visita a Badoletto da voi. Grazie. Danke vielmals, Jürg. Remo, jetzt hast du eine Aufgabe bekommen. Remo Vogel, Ressort Gesellschaft. Remo, die grossen Herausforderungen, die bei dir waren, und dann Gesellschaft, Stadtfest gleich Gesellschaft. Was sind deine Eindrücke jetzt von diesen 3 Tagen, die du da mitbekommen hast? Cari amici, una par voi, jetzt rede ich auch noch ein bisschen für euch, genau. Danke vielmals für die Worte. Fange hinten an mit dem Stadtfest. Was mich beeindruckt, ist einfach immer wieder das Zusammenkommen, Leute wieder zu treffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Auch du, Paula, ich habe dich noch nicht geküsst. Ja, das kommt noch. Und diese Chance zu ergreifen, die ist einfach einmalig, und für das lohnt sich das. Und dieses Jahr hatte ich ganz gute Gespräche gehabt. Auch das ist wichtig, finde ich, und ein schöner Moment. In der Gesellschaft, ja, Gesellschaft und Soziales ist mein Ressort. Dort darunter fällt auch Gesundheit, Asylthemen, haben wir gehört. Es gibt nur Sachen, die man in unserem Umfeld miteinander lösen können. Bei den Familien, Kindern arbeiten wir mit der Schule zusammen. Asyl haben wir gehört. Ohne die Unterstützung der Immobilien, dass wir neuen Wohnraum bekommen, geht es nicht. Zusammenarbeiten.
Und im Asylthema Herausforderungen, Asylthemen, ist definitiv etwas, das sehr unangenehm ist. Und wir sind laufend am Herausforderungen meistern. Wohnen ist heute noch das Thema, habe ich gehört. Es gibt Genossenschaften, die ich gehört habe, in den umliegenden Gemeinden. Finde ich super, aber wir haben auch Highlights, nämlich 36 neue altersgerechte Wohnungen dürfen an der Talstrasse vor ein paar Monaten einführen. Und so wollen wir weiter daran arbeiten, an unseren Herausforderungen im Sozialen und im Gesellschaftlichen. Ja, beim Remo trifft sich auch wirklich jung und alt. Gell? Jetzt in einer Woche geht dann ein Altersgenerationswohnen in Robenhausen auf, also in einem Quartier rein. Wir sind nicht mehr so nur zentral unterwegs, sondern wir gehen jetzt eben auch mit dieser Wohnform ins Quartier raus. Ist auch das eine Herausforderung für eine Stadt? Ja, ich glaube eben schon. Wir haben ja Wetziken immer, wir reden vom Zentrum. Aber wo das Leben stattfindet, aus meiner Sicht, ist eben der Quartier. Und die Quartierbeleben geht auch mit demografischen Entwicklungen, dass man dort Treffpunkte macht mit Bänken von Wetziken, dass man sich dort treffen und gute Gespräche haben. Das ist das Ziel, genau in allen Quartieren. Danke vielmals, Remo. Pascal, als Stadtpräsident, als erstes natürlich. Jetzt stellen wir ganz eine provokative Frage. Er kennt sie nicht, er hat es gar nicht gewusst. Ich habe ihm es auch nicht gesagt. Gell, es ist wunderschön, wenn kein Auto fahren in diesem Zentrum rein da oben, gell? Mich musst du da nicht fragen. Wir haben auch vom Stadtrat her übrigens bereits wirklich mal noch Pfeiler ausgestreckt, ob man da nicht mindestens etwas machen kann, dass wir eben mehr das Zentrum noch aufwerten und die Autos ein bisschen vorbeifahren und nicht rundherum. Da hat aber leider der Kanton wenig Verständnis dafür gehabt. Also von uns her sofort. Wir müssen auch fairerweise sagen, es ist eine Kantonsstrasse. Da hat die Stadt selber ganz, wir haben es vorhin beim Jürg schon gehört, die Stadt hat nicht überall so eine riesige Handlungsmöglichkeit. Also auch bei der Strasse liegt das nicht alles nur in den Händen von Wetziken. Aber Pascal, wenn wir mit dir zurückschauen auf die zwei Jahre als Stadtpräsident, es ist Halbzeit. Sonst sagt man einmal so bei den Präsidenten, es gibt die 100-Tage-Pressekonferenzen. Bei uns machen wir es jetzt nach zwei Jahren und ein paar Tagen. Wie sieht sie bei dir aus und was steht bei dir noch bevor? Also ich glaube, es ist sogar besser, man geht ein bisschen länger herschauen. Ich würde sogar nicht mal sagen, reden von Halbzeit, weil, wie ihr gesehen habt, hat der Stadtrat als ganzes Gremium erstmals eben statt nur eine Legislaturziel, die etwa 3-4 Jahre anheben sollte, eine Vision entwickeln, 2040. Man hätte auch können sagen, Vision 2050. Die Jahreszahl ist nicht so much entscheidend. Wichtig ist, dass wir uns eben vorgestellt haben, wie sieht Wetziken in 20, 30 Jahren aus? Was ist so ein bisschen unsere Vorstellung, wie das sein muss? Also, dass man eben zum Beispiel gern in dieser Stadt arbeitet, dass man sich gern aufhalten tut, in Naherholungsgebiet geht, aber eben auch gern da wohnt, in den Quartieren raus, wie es auch gesagt worden ist. Und von dem her kann man auch sagen, sind wir erst am Anfang, also wir sind eigentlich im Jahrzehnt, wo wir doch den einen oder anderen Meilenstein realisieren in dieser Stadt. Ich meine, Fernwärme, das ist ein Generationenprojekt. Wir haben es gehört, auch die Ortsplanrevision, die wird uns mehrere Jahre beschäftigen. Sie und uns, weil die Idee ist auch, dass Sie als Bevölkerung mitmachen können. Und von dem her haben wir einen ganzen Haufen Sachen, die erst im Entstehen sind und wo wir eigentlich mehr als noch 2 Jahre brauchen dazu und auch Wände dazu brauchen. Weil es muss schlussendlich etwas am Schluss sein, das nachhaltig ist und wo wirklich bleibend ist für Wetziken. Und ich glaube, da schaffen wir einen ganzen Haufen Sachen, wo wir auch noch in 10, 20 Jahren merken, mal, die haben das, glaube ich, einigermaßen gut gemacht. Nicht nur einigermaßen, wir sind da sicher sehr, sehr gut unterwegs. Jetzt Sindaco von Badolato. Was bedeutet die Partnerschaft Badolato-Wetziken? Allora, il gemellaggio, io non conosco il tedesco, quindi mi scuserete. Il gemellaggio per noi rappresenta un grande riconoscimento da parte, ormai sono quasi 15 anni, non è un giorno. Significa un riconoscimento a quello che i badolatesi hanno rappresentato e rappresentano a Vezzi con
in tutti questi anni e continueranno a rappresentare. Il gemellaggio significa non anche questi momenti di scambi, quando c'è la vostra festa delle città e in altri momenti dell'anno, ma deve significare anche organizzare momenti anche per accogliere i vostri cittadini a Badolato, creare momenti di interscambi culturali, sportivi, creare reciprocità anche nell'apprezzare i nostri prodotti gastronomici, che meritano sia quelli svizzeri, quindi della città di Vezzicon, che quelli di Badolato. Noi stiamo lavorando per rendere sempre più accogliente Badolato, affinché qualsiasi vostro cittadino decida di venire possa trovarsi a proprio agio e stare bene. Questo è il lavoro che stiamo facendo ogni giorno, sempre con impegno e dedizione. Come ho notato, state facendo voi con grande impegno per far crescere e sviluppare la vostra meravigliosa città. Und jetzt, jawohl, ein Applaus. Und jetzt kommt die Frau, die den schwierigsten Job hat. Diana Gundo ist die Übersetzerin jeweils für das Italienisch und sie hat jetzt sich jetzt 2 Minuten lang konzentriert, was alles gekommen ist und fasst sie jetzt in ein paar Sätze zusammen. Gell, Diana? Wunderschön, dass auch du da bist. Danke vielmals, Diana. Danke vielmals. Ja, eben, ich habe es schon am Freitag gesagt, 1:1 übersetzen ist fast nicht möglich, weil die Präsidenten Wetzikon und Badolato hören damit nicht mehr aufreden und dann ist es immer schwierig, das alles zu behalten im Kopf. Aber der Nicola sagt, was bedeutet ihm die Patenschaft? Sehr viel, weil es hat sehr viele Wetziker, sehr viele Badolatesi in Wetzikon, schon seit vielen, 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 vielen Jahren, über 60 Jahre, und die sind da gut aufgenommen worden, haben sich vielleicht vor 60 Jahren auch ein bisschen schwieriger gewesen, aber haben sich da gut eingelebt und gehören heute zu Wetzikon dazu. Was ihm wichtig ist, wir haben die Patenschaft seit 15 Jahren. Und er sagt, wichtig ist eben, dass sie zum Beispiel da sind, also an einem Fest, dass man Badolato auch sieht, dass die Patenschaft lebt untereinander. Und dass aber natürlich auch jemand mal, jetzt haben wir eine Musikgruppe von Badolato da gehabt. Es wäre auch schön, wenn man vielleicht eine Musikgruppe, eine Sportgruppe oder irgendjemand auf Badolato kommt. Dass man Produkt und alles, was in Badolato wächst, und auch umgekehrt, sie haben sehr gerne Servola zum Beispiel, dass man die gegenseitig auch kennenlernt. Und sie sind dran. Sie sind dran, wie die Wetziker viele Projekte vorhaben, die wir jetzt gerade gehört haben. Ist das auch in Badolato so? Sie schauen natürlich, dass tourismusmässig, dass immer mehr Leute kommen. Und aber auch für die Wetziker, er hat es schon am Freitag gesagt, es wäre schön, wenn immer mehr Wetziker, natürlich nicht die, die aus Badolato sind, die sind schon willkommen, aber es wären auch die willkommen, die aus Wetziker sind. Also, da haben wir eine Aufgabe bekommen. Nicola, abschließende Frage ist noch, was sind bei euch die grossen Projekte die nächsten 1-2 Jahre? Portati al gemellaggio? No, io approfitto, se me lo consentite, per salutare il sindaco che Fischer, vero? Dillo tu il nome. Also er möchte den Urs Fischer begrüßen, weil er ist dabei gsi vor 15 Jahren, wo wir die Patenschaft gemacht haben. Col quale abbiamo sottoscritto un saluto sindaco, col quale abbiamo sottoscritto il gemellaggio. Allora, Badolato,
Badolato, intanto con orgoglio e soddisfazione dico che ha rappresentato la Calabria in un concorso gestito da una delle tre reti nazionali televisive, la trasmissione Kilimangiaro, rappresentava la Calabria ed è stata in competizione con altre 21 regioni ed è stato eletto il secondo borgo più bello d'Italia e permettetemi, questo è una grande soddisfazione. Also, er sagt wirklich mit ganz, ganz, ganz viel Stolz, Badolato hat mitgemacht an einem Wettbewerb, wo sie einfach gesucht haben in ganz Kalabrien, welches das die schönsten Städte sind, die schönsten Dörfer in Kalabrien. Sie haben dort mitgemacht, es hat 21 Regionen gehabt und Badolato ist auf den zweiten Platz gekommen. Und auf das sind wir natürlich mega stolz. Questi sono i risultati del lavoro che con grande sacrificio fate voi a Bezzicon come amministratore e noi nel nostro piccolo sindaco a Badolato. Perché se non si lavora, non ci si dedica alla propria realtà, poi i risultati non arrivano. Badolato a breve dovrebbe iniziare a inaugurare il cantiere perché realizzerà uno degli ospedali di prossimità a servizio dell'intero comprensorio. Ed è un traguardo molto importante perché la sanità, come voi ben sapete, in Italia, ma soprattutto in Calabria, è molto carente, è molto latitante. Riuscire ad avere a Badolato uno degli ospedali di prossimità a servizio di svariati comuni del comprensorio è un traguardo anche questo molto importante. Ci saranno non tantissimi come nella vostra cittadina, ma ci saranno 20 posti letto, ci saranno tutte le varie strutture sanitarie che possono dare risposte a tanti cittadini. Poi vado avanti. Also er sagt, ogni progetto wie auch in Wetzikon geht das auch in Badolato nicht. Natürlich ein bisschen kleiner wieder da. Ein bisschen speziell ist jetzt, dass sie in Badolato ein Spital machen wollen. Also, ja, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das genau machen, oder? Ist gerade ein ganz gutes Thema, Spital. In Wetzikon machen wir einen zu und das Badolato auf. Das ist einfach. Nein. Nein, das ist sehr wichtig, oder? In Badolato natürlich auch Gesundheit und so. Und sie machen natürlich etwas Kleineres, das hat vielleicht 20 Betten. Das ist wirklich ein grosses Projekt für sie. Aber dann können alle Leute einfach die Erstversorgung und als erstes müssen sie nicht Kilometer fahren, sondern können sie das zu Badolato machen. Sono ormai da mesi che sono iniziati i lavori nella frazione Marina per la realizzazione di un asilo nido che accoglierà e darà spazio a 40 bambini. Sentivo prima che sei in trepidante attesa per sapere l'esito, perché le scuole, da quelle dell'infanzia dell'asilo nido a crescere, sono l'elemento essenziale e rappresentativo della civiltà di ogni realtà. Noi, sempre nel nostro piccolo, abbiamo ottenuto 1.600.000 euro, mi sembra, di finanziamenti. Stiamo realizzando questa struttura. Contiamo già nel 2025 di poterla mettere nella disponibilità dei nostri bimbi. Che mi auguro ce ne siano e ce ne saranno sempre di più. A Badolato Superiore abbiamo recuperato
un palazzo che ancora non era aperto, forse tu lo hai visto l'altro giorno, che vi invito a venire a visitare, dove abbiamo, facciamo delle mostre periodiche di artisti, mostre fotografiche, facciamo convegni. In questi giorni dovremmo iniziare i lavori per recuperare un altro ex palazzo nobiliare gentilizio, all'interno del quale ci sarà un museo diffuso, un museo a cielo aperto. Nel Palazzo Gallelli, di cui vi dicevo, grazie al contributo che ci ha offerto il papà Giuseppe Gallelli, non so se è qui, il papà di Dania, che di Diana, che ha gestito per anni l'associazione dei calabresi in Svizzera, alla chiusura di questa associazione c'erano dei soldi che ha donato al comune di Badolato. Arrederemo degli ambienti per realizzare il museo della memoria, per non dimenticare quello che è stato il fenomeno delle migrazioni, non solo nei paesi europei, non solo in Svizzera, ma nelle Americhe e ovunque. Quindi momento migliore di questo per ringraziare Giuseppe Gallelli, penso un vostro concittadino ormai dagli anni 60. Also das erste Projekt, das Nicola gesagt hat, ist ein Kindergarten, wo sie auch Geld bekommen vom Staat, damit sie einen Kindergarten in Badolato machen können. Dort hat es Platz für etwa 40 Kinder und wie schon Jürg gesagt hat, die Zukunft sind unsere Kinder. Und das ist natürlich auch in Badolato sehr wichtig, dass sie das machen können und sie hoffen, dass im 2025 der schon eröffnet wird. 1,6 Millionen. Hat der Jürg gesagt, muss ich noch sagen, ist wichtig. Ja, und dann hat es auch noch andere Projekte, auch im alten Dorf oben haben sie können ältere Häuser, einer ist so wirklich ein grosses, der heisst Palazzo Gallelli, den haben sie können, renovieren. Ich war schon drin. Sie machen dort, also zuunterst ist ein Punkt für Tourismus, wo man sich auch informieren kann, was gibt es alles zu Badolato und so. Das ist auch sehr wichtig. Und in den anderen Stöcken hat es dann verschiedene Projekte, wo man kann, Bilder anschauen kann von früher, wo es dann vielleicht einen Maler hat, der ausstellt und so weiter. Er hat gesagt, mein Vater hat einmal einen Verein in Wetzikon, auch für Calabresi. Den hat es dann irgendwann nicht mehr gegeben. Dort hat es noch Geld gehabt und das Geld haben sie an Badolato weitergegeben, um in dem Palazzo eben verschiedene Sachen zu machen, weil sie wollen dort einen Stock ganz für Emigration machen. Was war, was ist noch, mit Fotos von Wetzikon, nicht nur Wetzikon, Australien, Amerika und so weiter. Unsere Badolatesi sind auf der ganzen Welt verteilt. Und heute ist der Sindaco nicht mit leeren Händen gekommen. Er hat für unsere Stadträte noch etwas mitgebracht. Und da darf Diana vielleicht auch noch schnell etwas dazu sagen. Soll ich in dieser Zeit. Diana, sag du noch schnell etwas dazu. Ja, also bei den Italienern ist es halt ein bisschen so. He? Wenn sie kommen, der hat mir gesagt, ich bringe ein paar Geschenke. Und dann hat er mir die gebracht. Und dann habe ich gefunden, sind er jetzt mit zwei Autos oder mit einem Lastwagen gekommen? Also er hat. In diesen Säcken hat es Orangen, Zitronen, Öl, Salami, einfach alles, was es bei uns gibt. Und Brot, das halt heute noch alle selber machen. Und auch das Öl ist aus Badolato selber gemacht. Und es hat Orangen drin, Zitronen,
Ja, ich sage jetzt nicht mehr, sonst müssen Sie es nachher verteilen hier unten. Danke vielmals. Ich glaube, wir haben ganz einen tollen Eindruck bekommen. Und die abschliessende Frage nach an Pascal: Gehen wir gleich wieder auf Besuch auf Badolato? Also zum einen noch mit dem Boot teilen, hat ja im christlichen Glaubenkontext ja eine lange Tradition. Von dem könnte man das auch hier fortsetzen. Nein, aber wir gehen tatsächlich. Das nächste Jahr haben wir vor, wieder mal Badolato zu besuchen mit dem Gesamtstadtrat und dort ein paar Tage zu verbringen, natürlich auch mit unseren Freunden wieder zusammenzukommen und einfach Badolato als Dorf, sei es unten am Meer oder eben auch oben, das schöne Altstädtchen zu geniessen und ja, dort wirklich wieder auch viele Leute auch anzutreffen, die wir gesehen haben. Wir haben zum einen wird der Stadtrat dann sicher auch mit einem Projekt runtergehen, wo man dann noch wird ausschaffen, wo man wird schauen, was die Partnerschaft noch mitbringen kann. Und zum anderen dürfen wir sagen, dass das natürlich dann, so wie es der Pascal jetzt auch gesagt hat, alles auf eigene Kosten vom Stadtrat geht. Also der Stadtrat tut sich da nicht auf unsere Steuerkosten ein paar Tage Ferien machen. Dann habe ich wieder ein Steinbrett, da vielleicht in der Mitte oder so. Also das ist alles nachher sicher selber privat. Aber es kommt wieder zum Besuch nächstes Jahr. Und ich glaube, in dem Sinne auch das abschliessende Wort vom Sindaco für die heutige jetzt Zusammenkunft da. Sì. Allora, noi vi aspettiamo a braccia aperte, lo sapete, ci fa sempre piacere, così come aspettiamo tutti i cittadini di Vezzicon, che sicuramente se verranno una volta, io dico sempre, ci torneranno per sempre, perché si innamoreranno del nostro meraviglioso borgo. Intanto ieri sera ho rivolto l'invito al sindaco, se possiamo avere il piacere di avere una vostra band nel nostro festival per ricambiare l'accoglienza che avete riservato ai nostri amici di Badolato, quindi ci farebbe dal 20 al 24, a parte tantissime altre manifestazioni, c'è il Badolato Tarantella Festival, si svolgerà nel borgo, in quel meraviglioso scenario del borgo. All'interno di questa kermesse sonora ci piacerebbe avere come ospite una vostra band. Also der Nicola sagt, natürlich freut er sich. Sie erwartet den ganzen Stadtrat mit offenen Armen in Badolato, aber nicht nur der Stadtrat, auch ganz Wetzigen natürlich. Und er sagt, alle, die mal gsi sind, gehen immer wieder. Und weil wir ja die Band als Stadtfest gebracht haben und sie haben im August das Festival und wir sind schon ein bisschen am schauen, ob wir echt eine Wetziger Band dann könnten auf Badolato schicken. Sind wir dran am schauen, jawohl. Ich glaube, jetzt dürfen wir auch wirklich, unser Stadtrat ist noch im Moment da, jetzt dann für persönliche Fragen unter euch, jetzt sind sie da, um mit euch auch zu diskutieren. Der Sindaco ist sicher auch noch im Moment da. Den Stadtpräsident müssen wir jetzt rasch dann fortschicken. Der muss arbeiten mit der Abstimmung am heutigen Sonntag. Aber wir freuen uns, dass Sie alle heute so zahlreich heute mit dabei sind. Ganz einen besonderen Stand haben wir mit dem Stefan. Nämlich dort geht es, heute ist so ein bisschen der Auftakt, er hat es vorher gesagt, Stadtraum, Bahnhof in Unterwetzigen. Dort geht es darum, die Bevölkerung mit einzubeziehen. Du bist selber nachher dort, Stefan. Die Bevölkerung kann gerne zu dir kommen, kann dort mehr erfahren auch und steht dort sehr, sehr gerne zur Verfügung. Stefan, um was geht es dort im Unterwetzigen? Es geht eigentlich um Wetzigen als solches. Wir haben den Stadtraum Bahnhof Wetzigen jetzt am Start in der Öffentlichkeit. Im Kern geht es immer um die Fragestellung, eben, wo fahren die Zukunft unsere Bus? Oder der Bushof, wie man immer schön sagt. Der Bushof hat zwei Möglichkeiten, die er im dicht gedrängten Bahnhofsareal Platz hat. Und wir haben dort hinten ein Velo aufgestellt. Das Velo hat auch Platz in Zukunft im neuen Stadtraum Bahnhof Wetzigen, aber noch für ganz viele andere Sachen mehr. Darum ist das der sogenannte Masterplan Stadtraum Bahnhof Wetzigen, der seit etwa eineinhalb Jahren in Entstehung ist. Im November 2025 dürfen wir darüber abstimmen. Und heute ist das erste Mal in dem Sinne öffentliche Information,
was die Verkehrsdrehscheiben alles beinhalten soll und was wir alles schon entwickelt haben und für Ideen auf dem Tisch liegen. Der Stadtrat wird sich nächste Woche auch mit dem befassen und die Öffentlichkeitsarbeit nimmt jetzt zu, um sie alle involvieren und miteinander den Stadtraum ausgestalten können. Merci vielmals, Stefan. Und somit beim Stefan und bei den Mitarbeitern dort gibt es ganz viel über den Raum. Und alle anderen stehen sehr, sehr gern für Sie und für euch da, in den nächsten Minuten auch für Diskussionen. Wir möchten uns bei Ihnen allen ganz, ganz herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen heute noch ein besonderes Stadtfest. Jetzt dann nachher mit dem tamilischen Kulturverein Los Piltones heute Nachmittag. Harassenbeigen kommen wir. Im Kirchenpark gibt es ganz viele andere Sachen. Und heute Nachmittag ab 4 Uhr, 16.00 Uhr, ist es leider das 15. Stadtfest vorbei. Aber das 16. kommt ganz bestimmt in zwei Jahren wieder. In dem Sinne, habt euch Sorge, macht alles gut und überhaupt für das Miteinander. Tschüss zusammen. Wir sind heute hier am Stadtfest mit unserem neuen Prospekt mit dem Stadtraum Bahnhof Etzigen unterwegs. Und es geht darum, das Projekt der breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Der Stadtraum Bahnhof Etzigen hat das Ziel, eigentlich wirklich eine Verkehrsdrehscheibe zu realisieren. Und die Verkehrsdrehscheibe ist multifunktional, sagt das für Bus, Velo, Auto, Fußgänger und so weiter. Damit das Projekt jetzt auch gelingt und entsprechenden Charakter bekommt, haben wir auch einen Blickfang kreiert. Ein Blickfang, den man hier sieht, mit unseren Stadtmöbeln zusammen. Da ist die Bahnhofflammen sind hier entstanden. Und die Bahnhofflammen sollen in der Zukunft ein Symbol sein, um mit unserem Stadtraum Bahnhof Etzigen die Leute mobilisieren und die Leute auch informieren. Die Stadtmöbel sind von der Gewerbeschule Etzigen entstanden. Und ich möchte gerne dem Wettbewerbssieger noch herzlich danken und gratulieren. Also, ich habe den Wettbewerb gemacht. Wir haben in der Schule das Projekt. Wir mussten entwerfen und es hat ja, von der Jury gegeben und wir mussten das müssen da präsentieren. Und ich habe gefunden, ich mache etwas ein Ausgefallenes, etwas Abgefahrenes und so sind die Bahnhofsflammen entstanden. In dem Sinne lade ich Sie alle ein, unseren Stadtraum Bahnhof Etzigen in Zukunft mitzugestalten. Es ist ein Bahnhof für die nächste Generation und es gibt auch ganz verschiedene Öffentlichkeitsarbeiten in der nächsten Zukunft. Unsere Stadtmöbel laden Sie zum Dialog. Wir fragen zuerst die Leute für ihren Traumjob und dann können sie dort ein grünes Kleberli antun. Und dann fragen wir natürlich auch, was ein Job ist, was sie überhaupt nie würden machen. Und dann können sie halt die Gegenüberfrau anmachen, also wo wohnt. Und dann, da wir ja früher nicht können wählen, was man machen als Beruf, müssen sie da ein kleines Kärtchen rausziehen. Und das hat jeweils einen Job drauf. Und dann haben wir hier noch die passenden Hüte dazu. Und dann können sie den anziehen und wenn sie natürlich wollen, können sie ein Foto damit machen.